Wusstest du, dass Triceratops sein Nackenschild nicht nur zur Verteidigung gegen Tyrannosaurus Rex und andere Räuber trug, sondern auch, um einen Partner anzulocken? Einige Wissenschaftler dachten ursprünglich sogar, dass Horndinosaurier ihren Kopfschmuck deshalb entwickelten, um zwischen verschiedenen Horndinosaurierarten zu unterscheiden und die eigene Spezies zu erkennen. Aber das wurde inzwischen durch genauere Untersuchungen ausgeschlossen. Weitere interessante Fakten zu Triceratops findest du unter Lisa, Max und der T-Rex. 7 Fakten zu Triceratops. Bye bye.